Das römische Imperium machte den größten Teil der Bevölkerung in den besetzten Gebieten zu Sklaven, raubte die einheimischen Ressourcen und teilte die damalige Welt in zwei Hälften auf, die Römer und die Barbaren. Die Römer bezeichneten mit dem Begriff Barbaren ganze Völker, welche nach ihrer Auffassung auf einer niederen Kulturstufe standen als sie selbst. Diese wurden nur teilweise in das römische System integriert, doch es gab viele, welche sich mit Händen und Füßen weigerten, sich den Gesetzen Roms zu unterwerfen. Das Römische Reich war seit ihrer Entstehung jederzeit mit den Barbaren in einem blutigen und grausamen Krieg. Im Jahre 9 nach Christus wird auf Befehl des ersten römischen Kaisers Augustus der Versuch unternommen, alle germanischen Völker östlich des Rheins zu unterwerfen. Doch bei diesem Versuch werden ganze drei römische Legionen dafür mit ihrem Leben bezahlen. In den nächsten Minuten gehen wir ca. 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit und begeben uns in das dunkle Germanien des Römischen Reiches. In diesem Video werden wir einen Tag im Leben von germanischen Barbaren im Kampf gegen die Weltmacht Rom verbringen. Welche Kultur und Bräuche dienten diese zu pflegen? Warum verachteten sie dermaßen die Römer und ihre Lebensweise? Und wie ist der große Aufstand der Barbaren im Jahre 9 nach Christus ausgegangen? Los geht's! Um das Jahrzehnt vor Christus begannen allmählich die römischen Bemühungen, die germanischen Gebiete rechts des Rheins zu erobern. Das war für damalige Verhältnisse ein riesiges Gebiet, welches bis zur Elbe bei der heutigen Stadt Dresden reichte und in dem viele unterschiedliche germanische Stämme lebten. Kurz gesagt war dies eine äußerst schwere Aufgabe für die Römer. Doch diese hatten zunächst einige Erfolge. In dem Jahr 4 nach Christus hat Tiberius, welcher später als der zweite römische Imperator bekannt werden wird, den sogenannten Mensum Bellum in Germanien erobert. Im Jahre 6 nach Christus wurde dann der endgültige, kolossale Angriff mit ganzen 12 Legionen mit ca. 48.000 Mann auf die letzten noch verbliebenen germanischen Stämme dieser Region geplant. Doch als ein Aufstand in der römischen Provinz Dalmatien im heutigen Kroatien plötzlich ausbrach, hat Tiberius diesen Plan abgebrochen. Der neue Statthalter wurde Publius Quintilius Varus, ein angesehener römischer General. Dieser sollte dann das Werk von Tiberius fortsetzen. Doch bevor er die nötige Stärke an Legionen gesammelt hat, führte Varus eine Politik der Unterjochung der germanischen Stämme durch. Doch die germanischen Stämme wollten sich einfach nicht alles gefallen lassen und so begann langsam aber sicher die Stimmung bei den Germanen zu kippen. Nach und nach begannen sie zu planen, der römischen Schlange den Kopf bald abzuschlagen. Um das Leben als echter germanischer Krieger zur Zeit des Römischen Reiches besser nachvollziehen zu können, stelle ich euch unsere Hauptfigur in diesem Video vor. Siegfried Berengar. Draußen schreiben das Jahr 9 nach Christus und unser Siegfried ist ein Mitglied des germanischen Stammes der Herusker. In den Jahren 0 bis 7 nach Christus haben die Römer das Gebiet östlich des Rheins, ein nicht zusammenhängendes und loses Territorium, erobert. Manche Stämme der Germanen passten sich einfach der römischen Lebensweise nach und nach an und das größtenteils friedlich. Doch als Varus ab dem Jahr 7 nach Christus das Kommando über dieses Gebiet bekam, fängt die Stimmung der Germanen langsam an, feindselig zu werden. Außerdem ist für den Stamm der Herusker der Krieg mit den Römern nichts Neues. Doch nach vielen blutigen Schlachten schlossen sie um das Jahr 4 nach Christus Frieden mit Rom und wurden unter Tiberius in das römische Herrschaftssystem integriert. Durch das harte Durchgreifen des Statthalter Varus gegen viele Stämme der Germanen gerät jetzt die Lage außer Kontrolle. In dem Dorf, in dem unser Siegfried aufgewachsen ist, wurden 8 Bewohner gekreuzigt, nur weil bei einem Angriff auf eine römische Patrouille alle Germanen von hier stammen. Das Dorf unseres Siegfried muss außerdem jede Woche eine bestimmte Ration an Vieh und Getreide an die Römer liefern. Unser Siegfried sowie die anderen Herusker merken, dass das mit einer Integration in das Römische Reich nichts mehr zu tun hat. Denn aus der Sicht der Herusker sind die Römer habgierig, arrogant und bei Widersetzungen äußerst erbarmungslos. Doch so dramatisch und einseitig dieses Bild hier gezeichnet wird, meine Freunde, muss auch klar erwähnt werden, dass die germanischen Stämme zur Zeit des Römischen Reiches sich auch teilweise gegenseitig unterworfen
getroffen und bekriegt haben. An dem Aufstand der Germanen, welcher sich aktuell gegen Rom hier zusammenbraut, ist nur eine Auswahl von germanischen Stämmen beteiligt. Denn so manche halten bis hier immer noch Rom die Treue. Doch nun zurück zu unserem Siegfried. Unser Siegfried trägt als germanischer Barbare eine Hose mit karierten Mustern und einen germanischen Mantel. Der Mantel ist das charakteristischste Merkmal eines germanischen Kriegers. Dieser wird Hakul oder Trembel genannt. Seine Haare hat Siegfried lang wachsen lassen und zu einem Zopf seitlich zusammengebunden. Die germanischen Krieger tragen mit Stolz ihren Vollbart, im Gegensatz zu den allzeit glatt rasierten Römern. Unser Siegfried ist mit einer Lanze bewaffnet, welche eine Eisenspitze hat. Außerdem trägt er noch einen Schild. Als höher gestellter Krieger der Herusker trägt er außerdem noch ein Schwert als Sekundärbewaffnung. Die heutige Quellenlage über die Herusker ist quasi nicht existent. Alles, was wir über die Herusker heute wissen, stammt aus griechischen oder römischen Quellen. Unser Siegfried war in letzter Zeit auf zahlreichen Sitzungen der Stammesführer der einflussreichsten germanischen Stämme. Zurzeit herrscht weitgehend Uneinigkeit. Sollen die Germanen den Frieden mit Rom brechen oder nicht? Und wenn dieser gebrochen wird, wer genau soll sich dann überhaupt der Weltmacht Rom in den Weg stellen? Denn eins steht fest, die Römer werden ihre Einforderungen der Steuern und Tribute mit aller Härte weiter durchsetzen. Wer sich bewaffnet gegen Rom auflehnt, wird gekreuzigt. Die Stammesführer der Germanen stehen vor einem Berg an Fragen, haben darauf aber keine Antworten. Unser Siegfried kennt Arminius. Ja, er kennt ihn. Sehr gut sogar. Und zwar aus seiner Kindheit, denn sie sind zusammen aufgewachsen. Arminius ist der Sohn des Stammesführers der Herusker namens Sigemer. Ob und wann genau sein Vater Sigemer ihn freiwillig den Römern übergab oder ob das Ganze gegen seinen Willen geschah, wissen wir bis heute nicht. Doch es ist durch geschichtliche Quellen gesichert, dass Arminius seine Ausbildung in den römischen Hilfstruppen absolvierte und dort eine glanzvolle Karriere hinlegte. Als Belohnung wurde ihm das römische Bürgerrecht übertragen und er wurde in den Ritterstand erhoben. Arminius erreichte alles, was man als Nicht-Römer erreichen konnte. Zwischen den Jahren 7 und 8 nach Christus kehrte Arminius in das Stammesgebiet der Herusker zurück. Wieso er im Jahre 9 nach Christus plötzlich die Seiten wechselte und sich dem großen Aufstand der Barbaren anschließt, bleibt für die heutigen Historiker ein Rätsel. Arminius erzählt einem engen Kreis in einer Vollmondnacht, bei der unser Siegfried dabei ist, von seinem Plan, die Römer zu vernichten. Denn er hat beinahe sein ganzes Leben in der römischen Armee verbracht. Denn er weiß es am besten, wie man die Römer zur Strecke bringt. Der Plan sieht zunächst vor, die drei römischen Legionen, welche unter Varus Kommando stehen, in den Teutoburger Wald zu locken. Da die Waldwege nur eine begrenzte Breite haben, werden sich diese drei Legionen, welche ca. 15.000 bis 20.000 Soldaten umfassen, in einen ca. 15 Kilometer langen Zug strecken. Der vordere Teil, wo Varus ist, wird es nicht einmal merken, dass der mittlere oder hintere Teil angegriffen wird. Wie genau Arminius in dieser Nacht es geschafft hat, die Stammesführer der verschiedenen germanischen Stämme zu überzeugen, sich zu einer gewaltigen Streitmacht zu vereinen und gegen Rom in den Krieg zu ziehen, ist bis heute weitgehend unbekannt. Mittlerweile ist es Herbst des Jahres 9 nach Christus und die drei römischen Legionen unter Varus machen sich auf ihren Weg in ihr Winterquartier. Eine Nachricht über einen kleinen regionalen Aufstand erreicht Varus. Dieser entschließt sich, einen Umweg durch ein den Römer weitgehend unbekanntes Gebiet zu nehmen, den Teutoburger Wald. Später stellt sich raus, dass dieser Aufstand nur lediglich erfunden wurde. Doch jetzt kommt noch der Fürst der Herusker namens Segestes zu Varus. Er warnt ihn ausdrücklich, dass Arminius ihn in einen Hinterhalt führen will. Doch Varus kennt Arminius schon seit vielen Jahren und denkt nicht mal im Traum daran, Arminius als Verräter zu sehen. Nun am nächsten Tag in einer frühen Stunde geht es los. Die 17., 18. und 19. Legion marschiert. Ganz vorne an der Spitze reitet Varus, seine Offiziere und Arminius. Die drei Legionen des Varus überqueren den Fluss Weser und betreten jetzt den Teutoburger Wald. Unser Siegfried trägt eine germanische Kriegsbemalung auf. Dabei macht er seinen Oberkörper frei und treibt sich mit Pech und Schwefel ein. Als nächstes folgt eine weiße Linie quer über das Gesicht und die Brust. Andere germanische Krieger tragen furchterregende Kriegsmasken, welche aus Holz geschnitzt sind und mit Stroh und Farbe verziert wurden. Die Krieger der Herusker und der anderen germanischen Stämme machen sich bereit. Um die Römer noch mehr zu verwirren, werden Bäume angesägt und mit einem Seil angebunden, um diese dann auf die Römer fallen zu lassen. Als es dann soweit ist, eröffnen die germanischen Krieger aus vollen Rohren das Feuer. Pfeile und Speere fliegen auf die Legionäre nieder. Die nicht getroffenen Römer ziehen ihre Schwerter und stellen sich in eine Längsformation auf. Des Weiteren
anderen werden von den Ruskern mit einem Ruck die Seile gezogen und die Bäume begraben ganze Kohorten der Römer unter sich. Als das alles vorbei ist, rennt eine riesige Armee wütender Germanen auf die römischen Legionäre zu. Es entsteht ein schrecklicher Nahkampf. Hinter jedem Busch und Baum kommen immer weitere germanische Krieger hervor. Die Römer wehren sich, wie sie es in der Ausbildung gelernt haben, doch können ihre Überlegenheit nicht ausspielen. Diese beruht auf geschlossener und geordneter Formation auf offenem Feld. Und hier herrscht nur das Chaos. Nachdem Arminius die Armee des Varus erfolgreich in die Falle geführt hat, reitet er rasch davon und vereinigt sich mit den angreifenden Germanen. Als Arminius Varus in der Schlacht sieht, schleudert er einen Speer auf Varus. Dieser trifft aber sein Pferd, welches sofort mit Varus zu Boden fällt. Der am Boden liegende Varus wird von seinen Offizieren aus der Kampfzone getragen. Von den drei Legionen ist jetzt die Hälfte vernichtet. Am Ende des ersten Tages der Schlacht gelingt es den Römern, teilweise offenes, festes Gelände zu erreichen und auf einem bewaldeten Hügel ein Lager aufzuschlagen. Irgendwie müssen die restlichen Römer aus diesem gefährlichen Wald raus. So beschließen die verbliebenen Römer, den Marsch erneut auf unübersichtlichen Waldwegen fortzusetzen. Doch unser Siegfried und die anderen Germanen lassen keine Gnade walten. Die Römer erleiden in dieser Phase ihre schwersten Verluste. Die Schlacht im Teutoburger Wald dauert insgesamt 3 Tage. Am dritten Tag kommen die übrig gebliebenen Römer am Kalkrieser Berg an. Dieser Standort befindet sich ca. 20 Kilometer nördlich von der heutigen Stadt Osnabrück. Da Arminius Jahre in den Legionen Roms verbracht hat, weiß er genau, dass die Römer dorthin marschieren werden. Auch hier sind die Römer in eine Falle getappt. Von den ca. 18.000 Legionären ist nach dem dritten Tag der Schlacht in und um den Teutoburger Wald kein einziger mehr übrig. Um der Schande zu entgehen, begeht der römische Feldherr Varus Selbstmord. Arminius schickt den Kopf des Varus an den Anführer des Stammes der Markomannen. Der Zweck dieser Tat ist es, die Markomannen zu überzeugen, auch gegen Rom im Kampf aktiv zu werden und den Aufstand noch großflächiger zu starten. Doch die Markomannen schicken den Kopf von Varus in die Hauptstadt Rom zu Kaiser Augustus. Der römische Imperator ist so am Boden zerstört, dass er einige Monate um die verlorenen Legionen trauert. Und zwar so sehr, dass er sich nicht rasiert und nicht zum Friseur geht. Der Legende nach rief Augustus immer wieder: Varus, gib mir meine Legionen zurück. Denn Kaiser Augustus hat die Befürchtung, dass die Germanen nach diesem Sieg jetzt auch Gallien angreifen und erobern werden. Der Grund ist, dass beinahe alle römischen Kastelle östlich des Rheins gefallen sind. Doch die Germanen überschreiten die Grenze des römischen Reiches nicht. Die große Allianz der Germanen zerfällt und jeder Stamm kehrt in sein Heimatgebiet zurück. Unter dem zweiten römischen Kaiser Tiberius werden noch einige Versuche unternommen, das Land rechts des Rheins doch noch zu unterwerfen. Der Kaiser beauftragt dafür den Feldherrn Claudius Germanicus. Dieser kann in den Jahren 14 bis 16 nach Christus die Germanen in mehreren Schlachten besiegen, doch das Ganze mit großen Verlusten. So haben die Römer schließlich erkannt, dass sie das Gebiet zwischen dem Rhein und der Elbe wohl nie erobern werden. So wurde der Plan von einer großen germanischen Provinz Germanien aufgegeben. Selbst unter Kaiser Trajan, als das Römische Reich seine größte Ausdehnung hatte, wurde im Jahre 117 nach Christus nicht im Traum daran gedacht, diesen Plan wieder aufzunehmen. Obwohl Kaiser Trajan das Römische Reich in mehrere Gebiete erweiterte, wusste er ganz genau, dass Germania Magna nie eingenommen werden kann. Genau hier wird sehr deutlich, welche weitreichenden Folgen die Varusschlacht im Teutoburger Wald hatte. Das war es heute zu dem Leben als germanischer Barbare zur Zeit des Römischen Reiches. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.